So soll sie aussehen, die Verkaufsfläche der Zukunft. Modern und nicht zu überfüllt. Statt voller Warenkörbe sollen Schuhe, Kleidung und Co. in Zukunft ansprechend dargeboten werden und den Kunden emotional berühren. Es gibt natürlich viele Pluspunkte, die man da setzen kann. Angefangen vom Service, von der persönlichen Bedienung und Beratung, die natürlich immer noch ein absolutes Asset des stationären Handel ist. Die Expertise des Personals, die Kompetenz des Personals, Beratungskompetenz, die ist in vielen Branchen extrem wichtig. Neben der fachlichen Qualität spielt die Digitalisierung im stationären Handel ebenfalls eine immer wichtigere Rolle. Die Branche möchte so dem immer stärker werdenden Onlinehandel Paroli bieten. Eine Entwicklung, die auch auf der Fachmesse Euroshop in Düsseldorf im Fokus steht. Heute gibt es auch schon sogenannte iBeacons. Und beispielsweise, Ihre Milch im Kühlschrank geht zu Ende, Sie werfen sie weg. Ihr Kühlschrank hat das registriert. Beim nächsten Einkauf im Supermarkt kommen Sie an der Kühltheke vorbei und ein sogenanntes iBeacon gibt einen Impuls an Ihr Smartphone und sagt, übrigens, du hast keine Milch mehr im Kühlschrank, möchtest du Milch kaufen? Der Einzelhandel hat erkannt, dass die digitale Welt kein Widerspruch zum stationären Einkauf sein muss. Im Gegenteil, wird beides geschickt miteinander kombiniert, kann am Ende auch der Kunde durch mehr und vor allem individuelleren Service profitieren.